Heute geht's den Würfeln an den Kragen und damit meldet sich der Prägerer zurück aus der Welt von Drakensang Online. So, das Release 214 wurde ja schon aufgespielt vor ein paar Tagen und ich habe von der Vorzeit noch hier ein paar Würfel und hier ein paar neue Würfel, die ich jetzt an alle der Reihe nach dann aufmachen werde. Natürlich werde ich einen Cut machen, weil es kann ein bisschen dauern, bis ich hier 3000 Würfel geöffnet habe. Und dann nur eine so kleine Zwischenstatistik erstellen, was so an eventuell Edelsteinen drin war, was an neuen Items drinnen war, was an Gold drinnen war, weil das kann ja auch drinnen sein. Und würde sagen, wir starten mal gleich mit den Mod 7 Würfeln, die kann ich ja hier noch im Stream bzw. in der Aufnahme aufmachen, da es ja nicht zu viele sind. Und Inventar ist voll, super. Da vergessen, schauen, wie viel Gold wir hatten, schreibe ich mal einfach dazu. 13.031. Ja, vielleicht ist ja vielleicht ein gutes Item auch dabei. Ich spekuliere ja so ein bisschen auf 4x Gold-Items. Den Helm kann ich vorsichtshalber mal anziehen. So. Aber bis jetzt haben wir da nichts Gutes. Das brauche ich auch nicht. Das bringt mir auch nichts. Zack, zack, zack. Gut, das ist ja sowas, finde ich öfters in letzter Zeit. So Einhandwaffen mit Attack Speed. Wo haben wir denn eine gute? Hier zum Beispiel, die ist mir gedroppt: 60% Attack Speed, 50% Waffenschaden im Schnitt. Sollte mal irgendwas rauskommen für das, was man Attack Speed brauchen sollte, dann ist die Waffe in den besten Händen. Zack, 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 zack. Dann kommen die alle noch weg. Kannst du mal durchsortieren. So. Durchsortieren. Gut. Oh, warte schon. Buch. Buch braucht man nicht mehr. So. Weiter geht's. Die nächsten machen wir dann auch auf, bis wir hier auf 0 sind. So, und lege wir schön. Aber die sind hier irgendwie ebenso selten wie diese Droppen. Komm schon, vielleicht irgendwas Gutes. Da haben wir schon zweimal Crit-Schaden. Den können wir mal fürs Crafting behalten. Helm haben wir schon. Apropos Helm, ich habe geschafft, gestern einen 4x Gold-Helm zu craften. Endlich, nach einem halben Jahr, da was das gedauert hat. Ich bleib da. Weil bei mir dauern die Sachen immer gefühlt ein halbes Jahr. So wie die Waffe. So, wo war denn der Ring jetzt hier? Dass wir noch ein bisschen einen Crit-Ring-Ansatz bauen können, weil auch wenn Platinwerte besser sind, die muss man ja mal bekommen. Weil ich gehöre nicht zu den Glücklichen, die das hinterhergeworfen bekommen. So, was haben wir denn hier? Auch nichts Gutes. Schade. Dann sind hier noch 11 übrig geblieben. Du hast nichts. Und hier auch dreimal nichts. 18%. So, dreimal nichts. Die Sachen können wir noch verkaufen. Haben wir immerhin bis jetzt schon mal 300 Gold gemacht. Halt durchs Verkaufen, aber ja. Dann mache ich jetzt einen Cut und melde mich, wenn ich mit den Würfeln fertig bin. So, da sind wir wieder mit einem kleinen Zwischenstand. Und zwar habe ich jetzt momentan mal die Mod 0 Würfel aufgemacht, die Mod 5, Mod 6, Mod 7 Würfel. Und die paar Mod 2 Würfel, was übergeblieben sind. Und ich musste wirklich feststellen, dass Mod 7, Mod 6 und Mod 5 Würfel die besten sind. Nach oben hin immer besser. Mod 4, Mod 3, Mod 2, Mod 1 und Mod 0 Würfel überhaupt nur eine schlechte Ausbeute geben. Und zwar das Einzige, was ich noch gut bekommen habe, sind hier ein bisschen Gold und Adamant. Aber man merkt wirklich, die Würfel tendieren nach unten, dass die Ausbeute besser wird. Hier bei den Mod 4 Würfeln sind schon
In etwa nur jedes 15. Item mit dem Goldwert, bei Mod 3 jedes 30. in etwa, zumindest bei mir. Und hier unten habe ich überhaupt keine Goldwerte mehr bekommen. Die Edelsteine und der Rest lässt nach unten auch langsam ab, das merkt man. Deswegen mal eine kleine Zwischenfrage in die Runde. Soll ich die Würfel hier noch offscreen weiterhin aufmachen oder dennoch trotzdem verkaufen, weil es wären sowas um die 34.000 Gold, was ich hier rausbekommen würde. Im Vergleich 34.000 Gold, ich bräuchte noch 14.000 Gold, dass ich hier alle Wissensrunen auf 5 machen kann. Was in der aktuellen Situation vielleicht doch interessant wäre, wenn man das Wissen schneller farmen könnte. Und zu guter Letzt will ich jetzt noch kurz in dem Video meinen Helm craften. So nehme ich aber hier mal die guten grünen Essenzen rein und die schlechten grünen. Wo sind sie denn? Und von denen habe ich seit das Release heraus ist irgendwie mehr bekommen als von denen. Man sieht 10.000 zu 32.000. So, zack. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Zur Werkbank, dann den Dragonhelm mit makellosen Kernen, das heißt der Dragonhelm. Jetzt muss ich nur mal kurz schauen, ist das der richtige? Ja, das war der richtige, der Dragonhelm, der Firma Goldhelm. Was ich hier ein bisschen eigenartig finde, ist, dass ich hier irgendwie keine Vorschau reinbekomme. Ich crafte das Ganze trotzdem mal zusammen. So, perfekt. Annehmen. So, wo ist er denn? Da ist er ja. Und zwar der Crit geht natürlich jetzt nach unten, wenn ich den Helm ausziehe. Ich habe momentan hier, wo ist denn das andere Bett? Mit den guten grünen Essenzen habe ich 41.800, mit den schlechten habe ich 38.900. Also sagen wir 39.000 zu 42.000, sind 2.000 Unterschied. Boah, das macht doch was aus. Und momentan den Crit von 22.700. Ich habe das mal ausgetestet, wenn ich den Crit-Helm rausnehme. Man kann sich in Kingsil einen Buff kaufen, der was 7.000 mehr Crit gibt. Das ist eine Donika, magische Donika, und zwar der Tapferkeit war das der, ne, das war der Effizienz. Ja? Macht. Na komm schon, Präzision war es, genau so. Die gibt kritische Trefferwertung dazu und das ist eine der beiden Tränke, was ich wahrscheinlich dauerhaft anhaben werde. Es gibt noch einen zweiten Trank, der einen 20.000 mehr Leben gibt. Das, was im Endeffekt sowas ungefähr um das Doppelte ausmacht, eigentlich, wenn man hier genug Runen hat. Und die Items hier sind eigentlich nicht schwer zu farmen. Wenn man eine Stunde farmt, kann man locker sich zwei, drei solcher Tränke bauen. Deswegen, wo ist der neue Helm? Der neue Helm ist hier. Wir haben offiziell einen Grundschaden von 46.000. Wenn ich hier nochmal die Steine weitermache, so 75 bis später zu 90, sollte das Ganze hier nochmal steigen und ich habe ja vor, meinen Ring zu ändern. Wo ist einer denn? Du bist der bessere. Bekommen wir hier nochmal ein Stückchen dazu. Wenn das Ganze noch aufgewertet wird, dann vielleicht auch nochmal ein Stückchen dazu. Ich kann ja mal bei den Glyphen rausnehmen. Wenn so gut wissen wäre, wo der Schmied ist. Hier Glyphen entfernen. Aus den Helm mal die Glyphen entfernen. Und die Edelsteine. Zack, dann der hier. Zack. Dann bin ich ein bisschen Monk. Das muss hier in der Härteeinstellung sein. Haben wir noch ein bisschen mehr Grundschaden. Das Ganze sind Aufwerten. Wir haben hier 972. Jetzt das Ganze hier mal dazu. Nochmal 100 Grundschaden mehr. Also mit den Ring. Ich würde sagen, dass im späteren Verlauf die 50.000 Grundschaden mit den grünen Essenzen drinnen sein werden. Bei hier, wenn ich den Buff rein habe, dann habe ich auf Infernal 4 74,15 kritische Trefferwertung. Das sollte auch reichen. Hier werde ich schauen, dass ich einfach um die 340, 350 bleibe.
Weil der Restgrundschaden kommt ja dann die Tage noch, wenn ich hier meinen Beißer nochmal weiter aufwerte. Also, ich denke im guten Sinne, dass die 50.000 drin sein werden. Zu den Würfeln schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr dazu denkt, verkaufen oder weiter aufmachen. Wünsche jeden nochmal eine gute Drop- und Loot- und Crafting-Glücks-Erfolgssträhne. Ich werde später nochmal in das Event schauen, vielleicht einen Stream machen und würde einfach sagen, es geht beim nächsten Mal weiter.